Bastelfreunde, herzlich willkommen bei der Achtung Fertig Bastelkiste. Heute gibt es wieder mal eine super schnelle Bastelidee, eine Last Minute. Ich sollte nicht zu viel verraten, ich würde sagen, wir öffnen einfach mal die Bastelkiste. Bastelkiste auf! Was haben wir denn heute da? Aluminiumfolie? Wackelaugen? Die können wir bestimmt gut gebrauchen. Einen wasserfesten Filzschreiber, den findet man bestimmt in jedem Haushalt oder Büro. Dann habe ich hier noch eine kleine Schachtel, die ich zuvor vorbereitet habe. Ich habe den Untergrund mit grüner Acrylfarbe angestrichen und den Deckel mit schwarzer Acrylfarbe. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt das Ganze, falls ihr keine Acrylfarben habt oder so, auch mit farbigem Tonpapier umwickeln. Das geht natürlich genauso gut. Und dann brauchen wir noch... Ich glaube, ich habe alles. Und dann heißt es... Achtung, fertig, Bastelkiste! Und da ist sie, unsere kleine, süße Halloween-Frankenstein-Süßigkeiten-DIY-Box oder wie auch immer. Okay, im Moment ist sie noch keine Süßigkeiten-Box, aber aufgepasst, ihr könnt die kleine Schachtel mit Kleinigkeiten wie Bonbons oder so oder auch kleine Süßigkeiten befüllen und Deckel zu und dann ist sie auch schon zur Frankenstein-Süßigkeiten-Box geworden. Falls du sie nachmachen möchtest, brauchst du nur wenig Material. Wie gesagt, ein bisschen Alufolie, eine kleine Schachtel, Wackelaugen und einen wasserfesten Filzschreiber und schon kannst du dir eine Last-Minute-Halloween-DIY-Bastel-Idee nachmachen. Coole Idee, oder? Also falls dir diese Bastelidee gut gefallen hat, dann schreib es mir in die Kommentare. Schau unbedingt in der Infobox, denn dort habe ich dir noch mehr Bastelideen verlinkt aus der Bastelkiste. Und dann nix wie los. Basteln, basteln, basteln und bis zur nächsten Bastelkiste. Ciao, mein lieber Bastelfreund.